Hallo und herzlich willkommen, ne? Zurück zu einer neuen Runde. Wir sind die Baumeister oder der Hochbaumeister da oben. Wo bist du überhaupt? Komm, in den Wolken bin ich. Wir besuchen mal den Kollegen da oben. Wir haben schon lange nichts mehr. Oh, Unterkunft, gemütlich. Der perfekte Moment um hier. Oh. Hoch die Tasten. Aber hier ist noch eine Lücke, ne? Nur mal so zur Information. Jetzt ja, die, wird's holzig. Die Lücke, die bleibt. Okay. Die ist bewusst. Ich sag's ja nur, aber ich glaube, das Lager ist. Wie soll ich so schön sagen? Bisschen überrissen. Ist geil. Ja. Ja, ich glaube, im Endeffekt kommt das 2-3 Mal nochmal so in die Tiefe, wenn man von hier schaut. So gefühlt, auf jeden Fall. Naja. Ich nehme die ab. Doofe Frage, wenn ich jetzt ins Wasser springe, was passiert? Kannst du herausfinden. Nee. Ah, lustig, hier noch eine Bergbahn. Hat geklappt! Hast du gesehen? Schneller Weg nach unten. Man nimmt das Wasser. Ey, aber das ist geil. Dann können wir das als Sprungbrett brauchen. Musst einfach nach oben, musst ein bisschen rausbauen, wenn es geht. Oh lol. So geil. Ja, nice. Da hätten wir das auch geklärt. Hey, woher kriege ich diese scheiß Köpfe hier überhaupt hin? Ist auch gut, du plumpst hier runter und dann, wenn du oben wieder angekommen bist, bist du trocken wegen dem Feuer. Ach so. Ich habe 82 Gold dabei? Lustig. So, der muss das stützen. Oh je, oh je, da wird noch einiges drauf gehen hier bezüglich des, Stein. Der muss das also, stützen. Generell hier Steine, ne? Die müssen Steine immer abbauen hier. Und wenn der das nicht mehr stützen kann, dann muss der da hier dahin. So. Perfekt. Eisen eingesammelt. So. So, ach so, ach so. Bam, bam, bam. Wir haben eigentlich schön Musik, wir sind hier schön gediegen, wir bauen einfach nur ab. Also, wenn du mal fertig bist da mit dem Leuchtturm, ich weiß nicht, wann das dauert, wie lange das dauert. Ich hoffe nicht allzu lange. Kannst du ja ein bisschen Steine abbauen kommen. Weil das dauert hier. Also, ich meine wirklich hier in der Mine. Also, Steinbruch, so gesehen. Mann, ich habe ein Problem mit dem Dach. Und zwar... Ja? Ich brauche Kernholz. Das liegt da unten. Warum ist das ein Stein? Was ist denn hier los? Zack, reingeplumpst. Schon wieder unten angekommen, ich brauche Kernholz. Wo habe ich noch Kernholz? In den Truhen wahrscheinlich. Meinst du, das haben wir noch? Ja, ein paar haben wir da hinten noch. Wo ist denn hier wieder ein Feuer? Okay, die Werkbank ist hinüber. Naja. Nichts geschadet. Werkbank. Musst du immer schauen, dass wir hier genug aufgestellt haben. Ja, ich habe jetzt gerade. Gehen denn die Dinge kaputt? Nee, oder? Nee, also doch, sie werden angegriffen. Von unseren lieben Freunden, den Gräulingen. Also die Werkbank, ja, grundsätzlich, aber. Naja. Wie weit muss ich überhaupt gehen? Hier durch.
Oh je, das dauert wahrscheinlich Jahrtausende hier. Entschuldigung, ne, für die Sendeverfolgungspause. Das könnte hinhauen. Es dauert nur 300 Jahre, bis wir durch sind. Das könnte hinhauen. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Ja, das sieht scheiße aus. Juhu, endlich geschafft. Ja, sieht kacke aus. Alles abreißen, nochmal neu bauen. Nee, also das sieht jetzt eigentlich noch akzeptabel aus. Jetzt hier noch. Spitzhacke wieder am Arsch. Oder fast. Geht jetzt ziemlich schnell, ne? Dass die Spitzhacken am Arsch sind? Ja. Extremst. Spoil ab und ab und ab und ab. Das dauert hier 30.000. So, dann nochmal hier den hier. So. Ich baue nur Hammer und Spitzhacke. Mehr nicht. Irgendwelche Gräulinge, ich höre die schon. Die machen nur Scheiße die ganze Zeit. Die bauen, die nehmen nur unser Land weg, das wir hier gewaltsam an uns gerissen haben. Gewaltsam, du sagst das. Bring ich es hier noch fertig, ein Dach hinzukriegen? Zu schustern? Also sieht auf jeden Fall schon extrem geil aus und du musst gar kein Dach grundsätzlich da oben machen. Also. Ja, nee, ich will es ja ein bisschen... Rauchabzug und so, ne? Deshalb will ich es ein bisschen offen lassen. Aber immerhin so genug gedeckt, dass, dass du Unterkunft kriegst. Ach so, ja, wäre nice to have. Aber ich glaube, das geht nicht. Es ist schade, also aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht, fertig. Kann ich den hier noch so hinbauen? Hält der? Ja, der hält. So, 1, 2, 3, 4 und Fuffi und dann... Oh. Schon wieder fehlender Stein hier. Oh, ich krieg noch eine Krise, ne? Überall fehlt ja Stein. Also ja, gut, das. Da müssen wir in der nächsten Session dann. Das wird dann in 2 Wochen sein. Also für euch komplett irrelevant, weil ihr das eh sowieso. So. Sieht, ja gut, wir können ja grundsätzlich auch weitermachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Du Zeit hast. So grundsätzlich. Ja, klar, aber ich meine, weißt du, so... Ich wollte den Zuschauern noch erklären, wie das Ganze dann jetzt demnächst aussehen wird. Und zwar... Ach so. Das, was wir vor den Ferien besprochen haben. Ja, genau. Ja. Und zwar, Valheim wird 3-mal die Woche kommen. Plus... Genau, ein anderes genau. LP, deshalb habe ich deshalb die Andeutung auf alle 2 Wochen Session. Anderes LP, was stimmt. Wir noch nicht ganz genau wissen, weil das dann spontan entschieden wird. Heißt, wir vergessen die ganze Steuerung in 2 Wochen und genau. Müssen wieder von vorne anfangen. Genau, aber das wäre so der Plan, dass dann Dienstag, Donnerstag vom anderen LP ihr was sieht. Und ja, Valheim wird natürlich fortgesetzt. Genau, eigentlich fast 1:1, einfach nur halt. Eigentlich bleibt alles 1:1, sonst einfach, dass ihr unsere komplett verpeiltheit noch in einem anderen Spiel. Wir machen genau das gleiche, heißt das Spiel heißt einfach anders, ne? Ja, genau, so kann man es auch nennen. Wie viel leuchtet hier nur, das ist doch nicht normal. So sieht das jetzt besser aus. Das sieht besser aus. Das ist echt nicht mehr normal.
Ach nee, das hält nicht. Ja, dann lassen wir das Dach so. Dann lassen wir das nur so. 6 Steine. Oh je, Mini. Ach, scheiß Knochenfragmente gibt's ja auch noch. Oh je, Mini. Wir werden Jahrtausende hier bleiben müssen. Naja, aber das sehen wir dann. Irgendwann mal. Nein, aber können wir nicht wirklich mal Steine oder haben wir hier, im Inventar? Also ich bin jetzt mal so weit mit dem Leuchtturm, dass ich sagen kann, der sieht für mich gut aus. Nur noch 50, ne? 50 Steine. Mehr nicht. Also von mir aus können wir gerne die Karren mal einsortieren, was wir einsortieren können, damit wir 2 leere Karren haben und dann können wir auf Steine farmen gehen. Wenn du lustig bist, dann kannst du die ganzen Dinger einsortieren. Ein Schamane greift mich an. Wir sortieren haben. Schamane hat mich fast tot gemacht. Hä, wirklich? Ja, der kam von hinten. Ich habe ja fast kein Leben im Baumodus. Aber du brauchst trotzdem für Ausdauer und so. Nee. Ja, also. Wozu brauche ich Ausdauer, wenn ich baue? Ja, aber das spielt keine Rolle. So. Baumfalloption. Danke sehr. So. Das geht hier schon schleppend voran, aber ich finde es irgendwie auch angenehm. Ich weiß nicht warum. Es ist gemütlich. Es geht wirklich voran, also. Ja, ich sehe überall blinkende Lichter, die nach oben schwirren. Viel Spaß beim Einräumen, ne? Ich bin da mal weg. Nee. Also ich baue einfach alles groß auf und dann, naja, nee. Also ein Karren hast du schon mal leer. Nur schon, wie viel Futter es gibt, ne? Das ist einfach enorm. Ich brauche eine Fackel. Und wie viel dann zusätzlichen Scheiß hier noch gibt, ne? Wie Knochenfragmente, irgendwas. Aber die Trophäen oder so, die packen wir einfach in eine Kiste, ne? Da willst du nicht irgendwie sortieren. Nee, einfach für einen Viererblock Trophäen. Ja, ja, genau. Mehr würde ich es auch nicht machen. Und das ist ja Mumpitz, was wir hier dann haben. Ja, genau. Für Troll-Trophäen, für Hirsch-Trophäen. Das spielt doch keine Rolle. Ist ja eh, was das nicht aktiv genutzt wird. Also ich würde wirklich so vorgehen, dass wir Sachen oder Dinge benutzen. Oder Sachen, die wir aktiv brauchen, dann wirklich ein Vierer-Stack haben und der Rest halt eben so, Pi mal Daumen, passt schon. Aktiv brauchen, das sagst du jetzt einfach so locker. Ja, genau. Schluss ist einfach andersrum, ne? Ich kenne mich doch selber. Ach, na toll. Mir fehlt sogar das Holz für eine Werkbank, ne? Sieh mir an. Stück, das reicht noch nirgends. Wir aber 10 Stück. Nein. So, jetzt eine Werkbank hier hin. Komm, bau dich. Danke sehr. Die Musik ist weg, ne? Höre ich gerade so. Ja, bei mir ist sie auch komplett down. Die auch weg, ne? Die Playlist durchgearbeitet. Mehr gibt es nichts. Wir sind Ende Gelände. Wir sind total die Versager, wir haben es nicht verpasst. Gut, das war's mit der Aufnahmesession. Es gibt keine Musik mehr. Wir müssen warten bis zur nächsten Session. Ah, Spiel neu starten, fertig, Schluss. Aber wirklich, Spiel ist zu Ende. Was ist denn hier los? Also die Musik. Gibt's hier Probleme oder haben die jetzt einfach mal komplett die Musik ausgeschmissen? Audio? Ich glaube, die wollen uns zum Schlafen animieren.
kontinuierliche Musik habe ich sogar an. Komisch. Wie gesagt, die wollen, dass wir mal schlafen gehen. Ich glaube, in der Nacht gibt es eben nichts, ne? Ja, eigentlich gibt es diese bedrohliche Melodie. Diese... Ich habe das Soundfile ausgetauscht. Weißt du, was ich meine? Ja, toll. Darf ich hier bitte ran? Danke sehr. Guck mal das gerne. Hier auch und da unten. Ich baue ja wieder mal einen Kack zusammen hier. Teilweise echt schlimm, was man hier so scheiße baut, ne? Also ich renne einfach durch die Items, die hier rumliegen. Genau. Und bring noch einen Schamane mit. Ich versuche den ganzen Quatsch einzusortieren. Ja. Im besten Fall. Mir fehlt Holz, cool. Davon gibt's genüge. Ich hab jetzt 4 Rubine. Oh mein Gott, sogar Rubine. Oh je. Also das Essen haben wir jetzt dann durch, ne? Möchte ich mal gesagt haben. Und den ganzen Plunder, den wir noch nicht einsortieren können, den packe ich einfach. Wo packe ich den hin? In der nicht zu einsortierbaren Kiste. Du meinst diese kleine Kiste? Nee. Ich weiß nicht. Nee, ich dachte, dass ich weiß, was ich mache, dass ich das bei uns in der Hütte unter die Bretter packe. Stimmt, das wäre noch was, aber. Oh Mann, da geht nämlich ein Platz. Das sehen wir jetzt. Also nur ein bisschen im Übertreiben, ne? Aber ich denke mal, in der Zukunft wird es wahrscheinlich daraus raufen, dass wir irgendwann so ein Riesenlager brauchen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weißt du, dass wir das jetzt aktuell übertrieben finden, aber irgendwann dann so, ja gut, haben wir es gemacht, ne? Wo hast du Honig? Habe ich schon irgendwo. Das ist bei den Roma drin, das ist eins weiter in die Richtung, glaube ich. Könnte gut sein. Irgendwo an den Enden. Ah ja. Ich habe jetzt nicht so viele Kisten pro. Ja, Musik, juhu! Ja, bei mir kommt auch wieder Musik, juhu. Ich glaube eben, weil der Tag zu Ende war. Ich glaube, die haben irgendwie pro Tag wahrscheinlich eben nur gewisse Soundtracks. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass es so läuft, aber. Wirklich so ist. Kann ich nicht sagen. Also gut, jetzt haben wir als nächstes. Was für Plunder wir alles haben. Das ist einfach. Oh. 4 Karren, alle voll mit Plunder. Weißt du, was das Witzige ist? Wir haben 4 Karren voll mit Plunder. Und Nummer 5 steht hier hinten mit S-Waren. Ja, Essen ist gut. Essen können wir einsortieren. Ja, aber das. Oh. Wir haben jetzt sogar 2 Slots über für... Oh, und bei dir unterm Bett hat's auch noch so viel. Oh, Mann. Ja, kommen Dinge. Da kommen Sachen auf, ne? Ja, Surtlingkerne kann ich mal hier unter bei dir im Bett lassen. Dann Hirschfälle, Steine kann ich mitnehmen. Oh je, die ganzen Fälle jetzt auch noch. Das Lager wird noch lustig. Also das Einsortieren, das kann ich auf jeden Fall sagen, das wird eine ganz gute Sache werden. Aber wenn wir es dann mal haben, dann... Oh, wir haben noch 17 Eisen. Puh. So, der gekochte Fisch. 5 Steine weg. Nächsten Schwänze haben wir noch. Dann mehr. Die Fisch... Raps. Die Raps cool, ne? Schwermetall hast du hier. Hier hast du Eisen. Gekochtes Schlangen. Fleisch. Geht das so? So. Ja, toll. Oh, da nimmt das sogar auf 2. Okay, cool. Dann den Schlangen. Toll.
Trocknen. Ein Topf. Hast du die Werkbank? Ne, weißt du, was mir fehlt? Das nee. Steinmetzteil, weil hier ist irgendwas unter dem... Ah, ich hab's mitgenommen. Entschuldigung. Warte mal, was brauche ich dafür? Ochs, Fleisch, Pasta. 2 Eisen, 10 Holz und ein paar Steine. Hm, nehmen wir mal es hier, komm. Gekochtes Lok. Was ist das eigentlich? Loksfleisch, ne? Das ist von den riesen Kuhviechern. Die hast du, glaube ich, noch nie gesehen. Die sind richtig aggressiv. Die kann man zähmen und auf denen reiten. Ja, gut, ich hab mal nichts anderes zu tun, ne? Mann, ich hab keinen Platz mehr. So. Junge, gib mir. So. 10 Holz. Oder ein bisschen mehr. Damit ich den dahin platzieren kann. Hier waren unterirdisch noch Steine, so by the way. Unterirdisch? Ja, das Item lag lose oben. So, ja, kann gut sein. Patrick, weißt du was? Hm? Ich bin fertig mit dem Essen. Oh also mein Gott! Also es kommt noch rein theoretisch Schwarzsuppe und Schmutzshake, aber ich glaube das... Und Innereien? Oh. Das stand jetzt da nicht auf den ganzen Kack. Ich habe alle Lebensmittel jetzt, die man essen kann, ne? Ja, Innereien ist eine Zutat für Lebensmittel. Scheiße. Egal. Hirschfleisch und Wildschweinfleisch. Wo hast du das? Ich stehe davor, glaube ich. Jo. Dann brauche ich 2 Kisten. Jo, bin dran. So. Das ist Hirschfleisch. Hirschfleisch. Ey, wieso habe ich 10.000 Honig hier rum bei mir im Inventar? Dann sortiert den gleich mal ein. Ne, ey. Wildschweindörfleisch. Ja, ich bin auch gut, ne? Pilze. Wo hast du die Schwänze? Xenschwänze? Ja. Warte mal kurz. Kommt gleich. Jetzt hast du da... Was? Also das sind die rohen, ne? Ja, auch die kochten, habe ich da gedacht. Schwänze sind Schwänze, komm. Okay. Till, manchmal. Ja, ne? So, dann renne ich nochmal einfach hier durch, sammle alles ein, wie so ein Grimpelhändler. Ehrenmarmelade gibt's ja auch noch, ne? Feldschwein-Trophäen. Ja, die Trophäen, ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt hinpacken sollen. Da gibt's noch nix. Ja, ich hab einen Karren voll mit Trophäen. Weißt du, wir sind zwar noch gar nicht so weit in Valheim, aber was wir zum Teil für Items schon haben, das... Oh, das ist einfach nur krank. Haben ja auch noch Blutpudding, ne? Es gibt immer mal Blutpudding.
Boah. Gemäß Internet gibt's Blutpudding, aber ob wir den jemals finden werden. Wir haben so viel Honig. Das, diese Bienenfarm, das ist lukratives Business, was wir hier machen, ey. Zum Glück haben wir so viele von denen gefunden. Ja. Einmal durch die Bienenfarm rennen. Ich habe einfach fast. Ich habe 24 neue Honige. Sagt man Honig? Ist Honige Mehrzahl? Honig. Keine Ahnung. Bin ich auch gerade ein bisschen überfragt. Ein Honig, zwei Honige. Oh, das klingt komisch. Das klingt wirklich komisch. Aber ich denke mal, so wird das das Lager viel übersichtlicher für uns. Denn das, was wir vorher hatten, das war zwar schön und gut für den Anfang, aber so unübersichtlich, dass man einfach gar nichts gefunden hat. So, einmal hier durchrennen, da. Übrigens, Brote haben wir noch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie man die macht. Aber wir haben Lagerplatz dafür. Okay. So, jetzt hat jeder Lagerplatz mindestens eine Truhe. Ja, und ich habe hier mal die Kisten Holz aufgefüllt. Ey, sieht ja wunderschön aus hier, was? Yes. Wow. Wird immer besser. Da lohnt sich die halbe Stunde Folge. Echt gut, ne? Boah, sind wir schon bei einer halben Stunde? Ja. Huch. Die Frage ist, wann erreichen wir die Folge 100? Wenn wir so weitermachen, nie. Ich weiß es wirklich nicht. Weil ich könnte mal kurz gucken. Das wäre nicht schlecht. Wollen wir kurz die Aufnahme beenden? Nö. Eins, zwei... Guck mal kurz, bin ja doof. Eins... 2, 3, 4, 5, das ist die 6. von heute. Und Valheim. Wir sind erst bei 87 plus 6. 87 plus 6, 93. Mhm. Das heißt, die Folge 100, da dachten wir, machen wir ein Special. Also Special. Was machen wir da? 30 Minuten Folge ankündigen und dann eine 35 Minuten draus machen? Keine Ahnung. Etwas so. Dann wird es eine Stunde draus? Mindestens. So, jetzt haben wir erst Futter, ne? Ja. Rundkacke und Futter. Noch nicht mal alles Futter, was es gibt. Ja, das, was man essen kann, schon. Du hast übrigens Wild, Schwein, Dörrfleisch. Ach so. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, du hast zweimal Wildschwein hingeschrieben. Doch, hab ich. Da Wildschwein und hier Wildschwein. Aber das Dörr dazu kommt halt noch, ne? Ey, was? Hier gibt's nix. Brote haben wir nicht. Warte mal kurz. Ich pack hier die eine Wurst, die ich habe, noch rein. 23 Karotten, cool. Ah, stimmt, die Moltebeeren haben wir da eh nie. Lederreste, da gibt es bestimmt ein paar. Hab ich überhaupt noch? Nee. Ja, ich glaube, Honig müssen wir kein Problem mehr. Also haben wir echt keine Probleme, ne? Nee. Cool, dass ich jetzt schon im Rohbau hier schon Dinge haben. Boah, ey. Das also, alte Lager schon fast, also gut, halt mit den Karren halt, aber das alte Lager mehr oder weniger schon einsortiert. Ja, nice. Feuerstein, ich dachte, das ist schon das. Oh, stimmt, für Feuerstein haben wir jetzt nichts, ne? Feuerstein, Harz, Grauzwergauge, das sind noch drei Ressourcen, die wir haben wir en masse. Und Federn. Federn und Feuerstein brauchen wir für Pfeile. Mhm. Sollen wir ihn dann gleich anschließend hier machen, oder? Können wir. Weiß auch nicht. Das können wir. Wie kann hier Löwenzahn wachsen, wenn ich das Ding hier runtergerotzt habe? Naja.
jeden Fall, wir benötigen die Ressource, die wir benötigen, ist auf jeden Fall Stein. Genau, Stein. Das ist nicht so wenig. Was ich aber auf jeden Fall machen könnte, oder machen muss, will. Ja, halt. Terraforming, ne? In höchsten Tönen hier. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze hier? Mit Terraforming. Ja. Ich denke bis zum Lager und dann machen wir Schritt für Schritt ein bisschen Anstieg. Nee, weißt du, bei Valheim kannst du ja nicht unbegrenzt nach unten buddeln. Da bist du irgendwann mal an der. An dem Punkt, einfach, dass es nicht mehr funktioniert. So. Also ja. Geht's offensichtlich noch ein bisschen. Ja, ein kleines Stückchen wirst du schon noch können. Das im Inventar, das. Das. Oh je, oh je, oh je. Ja, jetzt was haben wir noch etlichen Gerümpel. Grundkacke haben wir. Essen haben wir und. Ja, jetzt geht's halt ins Eingemachte, ne? Irgendwelche Knochen und eben die Zwerge oder eben Gold. Disteln. Wollen wir das nächste Mal in 2 Wochen mal gucken, wie weit wir noch hinten buddeln können? Ach so, du willst das noch breit, noch länger machen? Ja. Wir brauchen jetzt ja noch für den Quatsch, den du in den Karren hast, auch noch. Also wie meinst du länger? Du willst das hier länger ziehen? Ja. Du willst es nicht eine Etage höher bauen? Nee. Also bestimmt, wenn es geht, nochmal 2, 3 Dinger weiter raus. Ja, können wir gerne probieren. Weil dann haben wir das Ultimative. Und dann auf den Seitensträngen hier nochmal anschreiben, was wo ist. Also, ja. Und eben Stein, Stein und Stein. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Mal gucken, wie sie weitergeht. Jo, definitiv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, wir haben einiges geschaffen. Der Leuchtturm steht. Ja, der ist auf jeden Fall super gewachsen, ne? Der ist echt vorangekommen, genau. Der ist eigentlich schon riesig, aber wenn ich auf der Ebene bin, wo unser Haus ist, dann sieht er wieder klein aus. Aber ja, es ist halt, ist halt so wie ein Berg, der nach unten geht, aber es sieht nice aus. Und das Lager, also es wird größer. Wir müssen dann alles noch mit Kisten bestücken, da brauchen wir sicherlich auch wieder 10.000 Holz, da müssen wir den ganzen Wald da hinten fällen. Ja, und, aber wir haben schon grundsätzlich mal die Grundbasis an jedem Ding eine Kiste, dann können wir das Ding reinschmeißen und hochskalieren. Wir haben Platz zum Hochskalieren. Also die nächsten Folgen werden damit zu tun sein, dass wir Steine suchen, Holz suchen und na gut. Ja, doch, Holz ist auch schon. Ja, und eben das Portalwerk da, das wird auch noch nice. Also von dem her, es wird spannend und nächste Woche werden wir was anderes aufnehmen. Aber für euch ändert sich eigentlich gar nichts. Für uns ändert sich einfach alles. Okay, gut. Hast du dann noch irgendwelche schmeichelnden Worte? Haut rein und vergisst nicht zu Hände waschen am Spülen, ne? In dem Sinne. Tschüssi. Hoch die Hände, Wochenende.